Hallo und herzlich willkommen zu unserem Thema Geraden im Raum. Wir schauen uns heute gemeinsam die Lagebeziehung von zwei Geraden an und sehen dabei, dass wir insgesamt vier verschiedene Lagebeziehungen von zwei Geraden im Raum erhalten. Zuvor habe ich dir wieder einige Infos zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und was wir heute gemeinsam als Ziel erarbeiten. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist mir, dass du wiederum die Parameterdarstellung einer Geraden im Raum verinnerlicht hast. Das heißt, dass du weißt, wie eine Parameterdarstellung ausschaut und welche wichtigen Kennwerte hier auftreten. Ganz entscheidend ist dabei, dass du auch die Bedeutung des Parameterwertes d gut interpretieren kannst und weißt, welche Auswirkung ein spezieller Wert für diesen Parameter für die Gerade hat. Ganz wichtig ist auch, dass du bereits die Lagebeziehungen von zwei Geraden in der Ebene gut kannst. Schau dir dazu noch einmal das Video zu den Parameterdarstellungen von Geraden in der Ebene an. Dort treten nämlich drei mögliche Lösungsfälle auf, wobei diese drei Lösungsfälle auch hier auftreten. Wir ergänzen diese Lösungsfälle nur um einen weiteren Lösungsfall. Ganz wichtig ist auch, dass du lineare Gleichungen und lineare Gleichungssysteme lösen kannst. Schau dir dazu nochmals auch dieses Video zu den linearen Gleichungen und Gleichungssystemen an, wenn du hier vielleicht noch einige Probleme hast. Welche Ziele haben wir heute gemeinsam? Nach diesem Video solltest du alle vier Lagebeziehungen von Geraden im Raum gut verstanden haben und auch im Grunde genommen rechnerisch bestimmen können, wann welcher Fall eben auftritt. Natürlich können wir diese Lösungsfälle auch grafisch veranschaulichen in einem dreidimensionalen Koordinatensystem. Das heißt, nach diesem Video solltest du auch diese Lösungsfälle von zwei Geraden, solltest du auch in ein dreidimensionales Koordinatensystem einzeichnen und dort auch interpretieren können. Schauen wir uns zunächst einmal eine kurze Wiederholung zu den möglichen Lösungsfällen von zwei Geraden in der Ebene an. Wenn wir jetzt zwei Geraden in der Ebene gegeben haben, da kann es auch sein, dass wir sie in Parameterdarstellung gegeben haben, dann gibt es insgesamt drei verschiedene Lagebeziehungen zwischen diesen beiden Geraden. Sie können drei Lagen gegenseitig einnehmen, wenn wir in der Ebene sind, im R2. Das ist unser normales XY-Koordinatensystem. Der erste mögliche Lösungsfall würde sein, wenn sich die beiden Geraden G und H in dieser Ebene in einem Punkt S im Schnittpunkt schneiden. Der zweite mögliche Lösungsfall würde sein, wenn G und H sich nirgends schneiden, sondern parallel zueinander verlaufen. Sie haben also keinen einzigen Punkt gemeinsam. Der dritte mögliche Lösungsfall würde sein, dass G und H identisch sind. Das heißt, G und H sind die gleichen Geraden. Sie haben daher beliebig viele, also unendlich viele gemeinsame Punkte und sind aber zudem auch noch parallel, weil sie ja dieselben Geraden sind. Diese drei Lösungsfälle treten jetzt in der Ebene zwischen zwei Geraden auf. Diese drei Lösungsfälle können wir natürlich auch rechnerisch bestimmen. Schau dir vielleicht dazu noch einmals eben dieses Video zu den Lagebeziehungen bzw. zu den Parameterdarstellungen von Geraden in der Ebene an. Wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen, und zwar in den R3, in den Raum, dann müssen wir zunächst einmal etwas definieren, und zwar die sogenannte Richtung und die Parallelität von zwei Vektoren. Wann sind zwei Vektoren parallel zueinander, wenn sie im Raum gegeben sind? Diese Definition verläuft analog und ähnlich auch zur Definition von der Parallelität im R2. Schauen wir uns dazu diese Definition an. Gegeben sind zwei Vektoren V und W, die jetzt im Raum gegeben sind, im R3. Und dann können wir
Folgendes definieren. Du hast diese Definition auch auf deinem Arbeitsblatt. Nimm dir dazu jetzt dieses Arbeitsblatt zur Hand, dann können wir es gemeinsam anschauen und auch besprechen. Auf diesem Arbeitsblatt findest du die folgende Definition, dass zwei Vektoren v und w dieselbe Richtung haben, wenn es eine Zahl r ungleich 0 gibt, sodass ein Vektor, der Vektor w, ein Vielfaches, also r mal v, ist. Das heißt, wenn ein Vektor ein Vielfache des anderen Vektors ist, wobei dieses Vielfache nicht 0 sein darf. Und außerdem, wenn v und w gleich der Nullvektor sind, dann macht diese Definition keinen Sinn. Das heißt, wir schließen allgemein für diese Definition aus, dass v und w der Nullvektor sind. Das siehst du rechts daneben klein stehen, dass v und w nicht der Nullvektor sind. Also wenn jetzt v und w nicht der Nullvektor sind, dann sind zwei Vektoren parallel zueinander, wenn es ebenso ein Vielfaches r gibt, sodass der eine Vektor als Vielfache des anderen Vektors geschrieben werden kann. Wir haben drei Komponenten. Wir haben die x-Koordinate, die y- und die z-Koordinate. Und es muss dafür gelten, dass dieses r sowohl für die x als auch für die y als auch für die z-Koordinate dasselbe ist. Nur dann sind zwei Vektoren parallel zueinander und wir können anschreiben, v ist parallel zu w mit diesem Doppelstrich. Das ist das Zeichen für die Parallelität von zwei Vektoren. Gilt zudem auch noch, dass dieses r sogar größer 0 ist, in dieser Parallelität-Eigenschaft, dann sagt man, dass die beiden Vektoren v und w dieselbe Orientierung haben, dass sie in dieselbe Richtung weisen und zudem auch noch ein positives r haben, das heißt in dieselbe Orientierung haben. Das heißt, die Orientierung, dieselbe Orientierung ist noch ein Spezialfall der Parallelität. Wenn wir also zwei Vektoren auf die Parallelität untersuchen müssen, dann müssen wir im Gesamten schauen, ob es so ein r gibt, das diese Gleichung erfüllt. W ist gleich r mal v. Ist zudem dieses r größer 0, dann haben Sie auch dieselbe Orientierung. Ich habe dir dazu auch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, gegeben sind jetzt diese beiden Vektoren v, 2 minus 3 minus 1 und w, minus 4, 6 und 2. Wir sollen jetzt überprüfen, ob diese Vektoren parallel zueinander sind. Diese Vektoren sind parallel zueinander, denn es gilt, dass der zweite Vektor w das minus Zweifache des ersten Vektors ist. Sowohl für die x als auch für die y als auch für die z-Koordinate gilt, dass die jeweiligen Koordinaten des zweiten Vektors minus Zweifache der Koordinaten des ersten Vektors sind. Und damit ist unser r gleich minus 2. Wir haben also ein einheitliches r gefunden, das eben diese Gleichung erfüllt, dass w gleich r mal v ist. Damit folgt, dass diese beiden Vektoren v und w parallel zueinander sind, aber sie haben nicht dieselbe Orientierung, da unser r in diesem Fall nicht größer 0 ist, sondern kleiner 0, und zwar minus 2. Schauen wir uns jetzt die Lagebeziehung von zwei Geraden im Raum genauer an. Du hast auf deinem Arbeitsblatt auch eine Übung zu dieser Lagebeziehung von zwei Geraden im Raum. Zwei Geraden im Raum haben oder können insgesamt vier verschiedene Lagebeziehungen einnehmen. Im R2 in der Ebene hätten wir drei Lagebeziehungen, jetzt kommt noch eine weitere dazu. Und diese Lagebeziehungen ergeben jetzt Folgendes, wenn wir uns den Raum genauer anschauen. Die erste mögliche Lagebeziehung würde sein, dass sich die beiden Geraden im Raum schneiden.
In einem Punkt S schneiden sie sich in diesem dreidimensionalen Koordinatensystem x, y, z. Die zweite mögliche Lagebeziehung würde sein, dass sich die beiden Geraden parallel zueinander sind, das heißt parallel im Raum zueinander verlaufen, sie haben wiederum keinen gemeinsamen Punkt. Die dritte Möglichkeit, die kennen wir auch bereits, das ist die Möglichkeit, dass diese beiden Geraden identisch zueinander sind, also die gleichen Geraden ausgedrückt werden. Dann haben sie wiederum beliebig viele, also unendlich viele gemeinsame Punkte und zudem verlaufen sie auch noch parallel. Sie sind identisch also. Diese drei Fälle kennen wir bereits aus den Lagebeziehungen von Geraden in der Ebene. Jetzt kommt noch eine weitere Lagebeziehung hinzu, weil wir jetzt uns im Raum bewegen. Und zwar im Raum gibt es die Möglichkeit, dass zwei Geraden windschief zueinander sind. Das heißt, sie verlaufen nicht parallel und schneiden sich auch nicht. Das tritt dann auf, wenn eine Gerade über oder unterhalb der anderen Gerade verläuft und diesen Fall gibt es eben nur im R3 im Raum. Wenn wir hier eine Gerade haben und hier eine Gerade, dann verlaufen sie untereinander und übereinander, sind nicht parallel zueinander und schneiden sich auch nicht. Und das ist der Lösungsfall windschief, der nur im R3 auftreten kann, weil wir hier auch die räumliche Komponente, die räumliche Dimension noch dazu bekommen, im Gegensatz zur Ebene. Jetzt wollen wir auch bestimmen, diese Lagebeziehung. Wie können wir sie rechnerisch jetzt bestimmen, wenn wir die Parameterdarstellung von zwei Geraden im Raum gegeben haben? Zudem ist einmal wichtig, dass beim Fall parallel und beim Fall ident die beiden Geraden parallel zueinander sind. Beim Fall schneidend und beim Fall windschief sind die beiden Geraden nicht parallel zueinander. Das heißt, wir können diese vier möglichen Lösungsfälle aufteilen in zwei Kategorien, und zwar in die Kategorie parallel, dann gibt es hier diesen Unterpunkt, parallel und ident, und in die Kategorie nicht parallel fällt dann der Unterpunkt schneidend und der Unterpunkt windschief. Genau, diese vier Fälle können auftreten und sind abhängig davon, ob die beiden Geraden parallel zueinander sind. Wenn wir jetzt auf unser Arbeitsblatt schauen, dann sollen wir jetzt erklären, wie man die Lagebeziehung von zwei Geraden G und H aus den Parameterdarstellungen bestimmen kann. Wir haben jetzt die Parameterdarstellung sowohl von G und von H gegeben. Und diese beiden Geraden sind jetzt durch einen Punkt und einen Richtungsvektor gegeben. Wenn wir uns den Richtungsvektor jetzt genauer anschauen, im Fall G ist es V, und im Fall H ist es W. Dann entscheidet über die Parallelität von zwei Geraden ja genau die Parallelität oder die Nichtparallelität von den beiden Richtungsvektoren. Wir müssen also die beiden Richtungsvektoren genauer anschauen. Und jetzt sollen wir diese Lücken ausfüllen. Ist jetzt V parallel zu W? Also die beiden Richtungsvektoren, sind sie parallel zueinander? Wenn das eintritt, also der Fall ja eintritt, dann sind wir in der Kategorie parallel, dann gibt es zwei Unterpunkte und zwar den Fall echt parallel oder identisch. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Im Fall parallel haben sie keinen gemeinsamen Punkt. Im Fall identisch haben sie beliebig viele, unendlich viele gemeinsame Punkte. Also muss auch der Punkt A von der Gerade G auch auf der Gerade H liegen. Das heißt, wenn jetzt A auf dieser Gerade H liegt und zudem V parallel zu W ist,
dann tritt der Fall ein, dass sie identisch sind. Das heißt, wir können hier in dieses erste Feld ja, wenn also wir einen Punkt gefunden haben, der auch auf H liegt und zudem sind die beiden Vektoren parallel, können wir hier eintragen, dass sie ident sind. Wenn eben dieser Punkt A nicht auf H liegt, dann liegt auch kein anderer Punkt von G auf H, denn sie sind ja parallel, die beiden Richtungsvektoren. Also kann es auch keinen anderen Punkt geben, der auf H liegt, also sind sie in diesem Fall echt parallel zueinander. Das heißt, wir hier tragen hier echt parallel ein. Das passiert nur, wenn wir eben die Parallelität von den beiden Richtungsvektoren V und W haben. So, jetzt gibt es die zweite mögliche Kategorie, und zwar wenn V nicht parallel zu W ist. Dann ist eben die Frage, ob jetzt die beiden Geraden schneidend sind oder windschief sind. Was ist jetzt wiederum der Unterschied zwischen schneidend und windschief? Wenn sie sich schneiden, dann haben sie einen einzigen gemeinsamen Punkt, einen Schnittpunkt. Wenn sie eben windschief sind, dann schneiden sie sich im Raum nirgends, sind aber auch nicht parallel zueinander. Das heißt, wenn wir hier also einen Schnittpunkt haben, wenn sie nicht parallel sind, dann tritt eben genau der Fall ein, schneidend. Wenn sie eben keinen gemeinsamen, eindeutigen Schnittpunkt haben, dann tritt eben der Fall windschief auf. Sie verlaufen über und untereinander, aber haben keinen Punkt gemeinsam. Wir tragen also windschief in unser letztes Feld ein. Das heißt, um jetzt die Lagebeziehung von zwei Geraden zu überprüfen, gehen wir immer zunächst davon aus, zu überprüfen, ob die beiden Richtungsvektoren parallel zueinander sind. Also ob es ein solches R gibt, dass der zweite Vektor durch ein Vielfaches R des ersten Vektors angeschrieben werden kann. Ist dies der Fall, dann sind sie parallel zueinander. Und dann müssen wir noch überprüfen, ob jetzt der Punkt A von der Geraden G auf H liegt. Das haben wir bereits in unserem vorhergehenden Video auch gemacht, wo wir überprüft haben, ob jetzt ein beliebiger Punkt auf einer Geraden liegt. Je nachdem ergibt sich dann der Fall identisch oder echt parallel. Wenn es kein solches R gibt, dass die beiden Vektoren Vielfache voneinander sind, dann sind sie entweder schneidend oder windschief. Und dann müssen wir noch herausfinden, ob es einen Punkt, einen gemeinsamen Punkt S gibt, einen Schnittpunkt. Ist dies nicht der Fall, sind sie windschief. Ist dies der Fall, sind sie schneidend. Und das wollen wir jetzt anhand von zwei Beispielen gemeinsam üben. Schauen wir uns das erste Beispiel an, das du auch auf deinem Übungszettel auf dem Arbeitsblatt hast. Welche Lage haben die beiden Geraden g, x gleich 2, 2, 4 plus t mal 5 minus 2, 3 und h, x ist gleich minus 5, 4, 2 plus u mal 1, 0, minus 2 zueinander? Wir beginnen, wenn wir die Lagebeziehung überprüfen wollen, mit dem Überprüfen der Parallelität der beiden Richtungsvektoren. Wir beginnen also mit dem Richtungsvektor von G, der wäre 5, minus 2 und 3. Und der zweite Richtungsvektor würde 1, 0, minus 2 sein. Diese beiden Vektoren sind sicher nicht parallel zueinander, denn wenn ich vom
zweiten Vektor auf den ersten kommen möchte, muss ich bei der x-Koordinate mal 5 rechnen. Aber bei der zweiten Koordinate, wenn ich hier mal 5 rechne, 0 mal 5 ist niemals minus 2. Und auch nicht minus 2 mal 5 ist auch nicht 3. Deswegen gibt es hier kein einheitliches R für alle drei Koordinaten. Also sind diese beiden Vektoren nicht parallel zueinander, da es kein einheitliches Vielfaches für alle drei Koordinaten gibt. Das heißt, es tritt insgesamt dann der Fall auf, dass sie nicht parallel sind. Also gilt, dass G und H sind schneidend. Oder windschief. Das heißt, es gilt jetzt zu überprüfen, ob es einen Schnittpunkt zwischen diesen beiden Geraden G und H gibt. Ist dies der Fall, sind sie schneidend? Ist dies nicht der Fall, sind sie windschief? Genau, wir überprüfen jetzt, ob es einen Schnittpunkt gibt. Was müssen wir machen, um zu überprüfen, dass es einen Schnittpunkt gibt? Wir müssen G gleich H ansetzen. Wir müssen die beiden Geraden gleichsetzen. Und daraus folgt 2, 2, 4 plus T mal 5 minus 2, 3 ist gleich minus 5, 4, 2 plus u mal 1, 0, minus 2. In dieser Gleichung haben wir eigentlich drei Gleichungen für die x-Koordinate, für die y-Koordinate und für die z-Koordinate. Wir erhalten also insgesamt drei Gleichungen. Die erste Gleichung würde sein 2 plus t mal 5 ist gleich minus 5 plus u mal 1. Die zweite würde sein 2 plus t mal minus 2 ist gleich 4 plus 0. Und die dritte würde sein 4 plus t mal 3 ist gleich 2 plus u mal minus 2. Ich habe jetzt jede einzelne Koordinate als Gleichung angeschrieben. Die übliche Vorgehensweise ist jetzt, dass wir die erste und zweite Gleichung eigentlich anschauen und diese beiden Gleichungen nach t und nach u lösen, also ein lineares Gleichungssystem haben und diese beiden Variablen t und u ausrechnen und dann mit diesen beiden Variablen, Parametern, in die dritte Gleichung gehen und überprüfen, ob durch diese eingesetzten errechneten Werte eine richtige Gleichung in der dritten Gleichung herauskommt. Aber ich kann hier bereits aus der zweiten Gleichung, weil ich mein u verschwindet, hier mein t ausrechnen und hier würde, wenn ich das t ausrechne aus dieser linearen Gleichung, d gleich minus 1 herauskommen. Das heißt, ich gehe jetzt mit diesem Wert t gleich minus 1 in die erste Gleichung und errechne mir meinen Wert u. Daraus folgt, wenn ich das einsetze, 2 minus 5 ist gleich minus 5 plus u und daraus folgt, dass u gleich minus 2 ist. Wenn ich jetzt in die dritte Gleichung gehe, dann erhalte ich, u ist plus 2. Wenn ich hier in die dritte Gleichung mit meinem t gleich minus 1 gehe, dann erhalte ich 4 minus 3 ist gleich 2 minus
2u. Und wenn ich jetzt diese Gleichung nach u löse, dann erhalte ich, dass u gleich 1/2 ist. Und wir sehen, wir erhalten jetzt nicht dasselbe u in beiden Fällen. Für die erste und für die dritte Gleichung ergibt sich ein anderer Wert für u. Also gibt es hier keine einheitlichen Parameter, sodass wir einen eindeutigen Schnittpunkt finden können. Und wir erhalten also dies als Ergebnis, dass g und h Windschief sind. Wir haben die beiden Gleichungen oder die beiden Geraden gleichgesetzt und haben dann gesehen, dass es keinen einheitlichen Parameterwert u und Parameterwert t gibt, sodass sich ein eindeutiger Schnittpunkt finden lässt. Also müssen die beiden Geraden windschief sein. Schauen wir uns ein zweites Beispiel auch noch gemeinsam an, das du auch an deinem Arbeitsblatt hast. Welche Lage haben nun die Geraden g, x gleich 4, 2, minus 2, plus d mal 2, 4, minus 2 und h, x gleich 3, 0, minus 2, plus u mal minus 3, minus 6, 3. Du kannst dieses Beispiel auch selbstständig jetzt nun machen. Stoppe hierzu das Video. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Wir überprüfen wiederum gemeinsam zuerst, ob diese beiden Richtungsvektoren der beiden Geraden parallel zueinander sind. Wenn ich den ersten Vektor aufschreibe, 2, 4, minus 2 und den zweiten Vektor, minus 3, minus 6 und 3, dann sehe ich, wenn ich den ersten Vektor mit minus 3/2 multipliziere, dann erhalte ich genau den zweiten Vektor. Das gilt für die x, y und z-Koordinate, also sind diese beiden Geraden parallel zueinander. Dieses r würde hier minus 3/2 sein für w ist gleich r mal v. Das würde v sein und das würde w sein. Das heißt, diese beiden Geraden sind jetzt, oder die beiden Richtungsvektoren sind parallel zueinander. Wir müssen jetzt überprüfen, ob jetzt der eine Punkt von der Geraden g, also 4, 2, minus 2, auf der Gerade h auch liegt. Also wir nehmen jetzt diesen Punkt her, also jetzt liegt 4, 2, minus 2 auf h. Das ist jetzt unsere Frage. Wenn wir diese Frage beantworten können, können wir auch entscheiden, ob sie parallel, echt parallel oder identisch sind. Wie überprüfen wir das, ob jetzt ein Punkt auf der Gerade h liegt? Wir schauen uns an, ob es ein u gibt, sodass 4, 2, minus 2 das gleiche wie 3, 0, minus 2 plus u mal minus 3, minus 6 und 3 ist. Wir müssen jetzt ein einheitliches u finden, das für alle drei Koordinaten dasselbe ist. Für die erste Gleichung ergibt sich 4 ist gleich 3 plus u mal minus 3. Für die zweite Gleichung ergibt sich 2 ist gleich 0 plus u mal minus 6. Und für die dritte Gleichung, für die z-Koordinate, ergibt sich minus 2 ist gleich minus 2 plus u mal 3. Ich kann jetzt sehr leicht dieses u aus der zweiten Gleichung berechnen. Das ist einfach einmal eine Äquivalenzumformung durch minus 6. Dann erhalte ich das u hier
minus ein Drittel ist. Wenn ich oben mein u hier berechne, dann erhalte ich ebenso, wenn ich dieses u minus ein Drittel hier einsetze, dann erhalte ich eine richtige Gleichung. Und wenn ich hier das noch u löse, erhalte ich ebenso u gleich minus ein Drittel. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann dieses u in die erste Gleichung einsetzen und schauen, ob es eine richtige Gleichung ist, ob das auf links und rechts dasselbe rauskommt. Oder ich löse hier die erste Gleichung auch nach u und dann sehe ich, dass das gleiche u auch rauskommt. Für die dritte Gleichung ergibt sich jetzt nun aber, dass hier, wenn ich das umforme, u gleich 0 ist. Das heißt, ich habe hier nicht denselben u-Wert für alle drei Koordinaten. Also können wir insgesamt zusammenfassen, dass g und h, wenn es kein einheitliches u gibt, dass diese beiden, dass dieser Punkt von der Geraden g nicht auf h liegt, also liegt auch kein weiterer Punkt von g auf h, also sind g und h sind echt parallel. Sind echt parallel. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt noch einmal zusammengefasst vier verschiedene Lagebeziehungen von zwei Geraden im Raum: schneidend, Windschiff, echt parallel und identisch. Und das können wir aus den Parameterdarstellungen von diesen beiden gegebenen Geraden sehr leicht herauslesen. Wir überprüfen zuerst die Parallelität der beiden Richtungsvektoren und dann schauen wir, wenn sie parallel zueinander sind, ob der eine Punkt von g auf h liegt. Und wenn sie nicht parallel sind, dann schauen wir, ob es einen Schnittpunkt gibt. Gibt es einen Schnittpunkt schneidend, gibt es keinen Schnittpunkt windschief. Das würde das letzte Thema von Parameterdarstellungen von Geraden im Raum sein. Wir haben so eine Reise durch diese Geraden gemacht, angefangen bei der Definition von Geraden, wie wir die Parameterdarstellung angeben, welche wichtigen Kennwerte es hier gibt und welche Bedeutung der Parameterwert hat. Dann haben wir auch überprüft, wie man einen Punkt im R3 zu einer Geraden zuordnen kann, ob er oben liegt oder ob er nicht oben liegt. Und schlussendlich sind wir auch auf die Lagebeziehung von zwei Geraden gestoßen. Da gibt es vier Fälle, einen mehr als in der Ebene. Und diese Fälle können wir natürlich auch grafisch im Koordinatensystem darstellen, indem wir die Geraden auch einzeichnen und dann sehen, dass der jeweilige Fall auftritt. Ich danke dir, dass du durch diese Videos stets dabei gewesen bist, dass wir gemeinsam diese Parameterdarstellungen von Geraden im Raum erarbeitet haben und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.